Bei mir im Studio begrüße ich jetzt Christian Hübenthal. Er ist der Herausgeber des Fachmediums Lagebild Sicherheit. Schönen guten Tag, freue mich sehr, dass Sie Zeit für uns haben. Schönen guten Tag, vielen Dank. Erneut gab es Drohnenangriffe auf die Stadt Moskau. Ist es wirklich gesichert, dass das ukrainische Drohnen waren? Wie ist da Ihre Meinung, Ihre Einschätzung, auch wenn es sicherlich schwierig ist? Ich denke, man kann nicht unbedingt sagen, dass es eine ukrainische Drohne von ukrainischem Territorium gewesen ist. Aber man kann mit Sicherheit sagen, dass sie im ukrainischen Auftrag abgeschossen worden ist. Und ich denke, auch in dieser Sache ist entscheidend das Ergebnis, was sozusagen für die Ukrainer einen Punkt im PR-Spiel dieses Krieges bildet. Was das Ergebnis angeht, würde ich sagen, ist die Zerstörungskraft von Drohnen zwar auch groß, aber eben nicht ganz so groß wie durch andere Waffensysteme. Worauf ich hinaus will, die psychologische Wirkung. Wo genau ist die auszumachen bei Drohnen? Was ist da der Punkt, den man jetzt auch erreicht hat durch diese Attacken auf Moskau? Ja, wie Sie schon richtigerweise sagen, also die Drohnen auch aus dem jetzigen Stadium, in dem sie sich noch befinden sozusagen heraus, also die Drohnenentwicklung ist ja eigentlich noch am Anfang, haben nicht eine große ballistische Wirkung in dem Sinn. Sie haben aber eine wichtige psychologische Wirkung. In diesem Hochhaus beispielsweise vermutet man einen Großteil der russischen PR. Durch das Informationsministerium wird von Russland aus PR gegen die Ukraine betrieben. Man hat nun nicht ohne Grund zweimal dieses Gebäude getroffen. Das ist sozusagen ein Schlag gegen den Kopf. Was könnte das bedeuten für den weiteren Verlauf des Krieges für beide Seiten, für die Ukrainer genau wie für die Russen? Es gab ja auch erneut jetzt in den vergangenen Tagen oftmals Angriffe auf Kiew, auch mit Drohnen. Wie sehr werden diese Drohnen noch diesen Krieg bestimmen? Nun, ich denke, Drohnen werden von jetzt an jeden Konflikt im Waffenverbund mitbestimmen, weil man einfach gemerkt hat, dass sie zum einen als Waffenträger funktionieren, sie funktionieren in der Aufklärung. Es ist total logisch, Drohnen einzusetzen, wenn ich dafür nicht meine eigenen Leute exponieren muss. Also die Frage kann man als gesichert beantworten. Drohnen sind ein Teil des Waffenmixes der Zukunft. Das hat sich im Übrigen schon im Aserbaidschan-Armenien-Konflikt vor kurzem abgezeichnet. Was die Treffer in Russland anbelangt und dann wiederum die Drohnenangriffe auf Kiew, das ist wirklich mehr eine psychologische Kriegsführung. Also wir sehen auch aus der Geschichte heraus, es ist eigentlich nie gelungen, eine Bevölkerung sozusagen wegzudezimieren. Im Zweiten Weltkrieg hat man diese Flächenbombardements sehr umfangreich eingesetzt. Das hat weder die Moral zerstört, noch hat es die Bevölkerung und die gesamte Infrastruktur, die neuralgischen Punkte einer Gesellschaft zerstört. Es hat aber einen insofern psychologischen Effekt, als dass das russische Narrativ, wir sind in einer Spezialoperation in der Ukraine und damit haben die Leute bei uns nicht viel zu tun, das geht natürlich kaputt. Also man merkt jetzt, so einfach läuft das nicht, wie uns das die russische Führung weismachen will. Man kann sich auch nicht mehr sicher fühlen, egal wo. Das ist ja sicherlich auch genau, damit dann die abstrakte Gefahr. Ja. Und sind die Waffenlieferungen ein großes Thema nach wie vor? Da geht es nicht nur um Drohnen, da geht es jetzt auch, was die klaren Anforderungen aus Kiew angeht, unter anderem um Marschflugkörper. Wie ist da die Position, was ist die Forderung an Deutschland und was kann und sollte Deutschland da tun, insbesondere auch was die Reichweite angeht? Also sagen wir mal, Deutschland hat sich immer schwer getan mit den Waffenlieferungen. Und es hieß erst, wir schicken da 5000 Helme hin, dann hieß es, man schickt ein paar, man würde leichte Panzer hinschicken, man würde Kampfpanzer hinschicken. Jedes Mal kam diese Diskussion wiederum auf. Ich glaube, man kann das als ziemlich sichere Zukunftsprognose ansehen, dass wir auch Marschflugkörper senden werden. Marschflugkörper haben eben den Vorteil, eine Taurus hat eine Reichweite von 500 Kilometern. Das heißt, sie können relativ weit ins Operationsgebiet, auch in die besetzten Gebiete hinein operieren, entfernt vom russischen Artilleriefeuer. Und ich denke, es ist ein logischer Schritt, wenn man die Ukraine befähigen will, diesen Konflikt zu gewinnen, ihnen dazu alle möglichen Waffen zur Verfügung zu stellen, die notwendig sind. Und dazu gehören Marschflugkörper. Die Briten und Franzosen haben sie auch schon geliefert. Ja, wenn die Ukraine dann mit diesen Waffenziele auf russischem Gebiet angreift, wäre das nicht ein Problem auch für die Bereitschaft der westlichen Staaten, Waffen zu liefern? Man muss ja einschränkend zu diesen Waffenlieferungen sagen, die Ukraine hat sich selbst gegenüber den Lieferanten verpflichtet, keine offensiven Operationen auf russischem Gebiet durchzuführen. Deshalb diese Drohnenangriffe, die jetzt auf Moskau geflogen worden sind, sind offensichtlich auch ukrainische Drohnen gewesen. Also bisher ist nicht bekannt, dass die Ukraine mit westlichem Gerät auf dem russischen Territorium operiert, nur auf dem strittigen Territorium, also Odessa, Krim, diese Region Ostukraine. Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie das jetzt ändern werden, weil sie ja auch den Support verlieren würden. Ich gehe dann davon aus, dass sie diesen Einsatz von Taurus über den von Russland besetzten Gebieten planen würden.
Sehr interessante Ausführungen haben wir da gehört von Christian Hübenthal, dem Herausgeber des Fachmediums Lage mit Sicherheit. Danke für Ihren Besuch im Studio bei uns. Danke sehr. Vielen Dank.